Next One, eine Kollabo, mit der ich so niemals gerechnet hätte. Aha, aha. Passt jetzt auch erstmal in meinem Kopf so nicht zusammen. Vor allem der Sido der heutigen Zeit. Ich glaube, Sido ist facettenreich. Ist er schon immer gewesen. Aber er hat sich in den letzten Jahren auch eher musikalisch in eine Richtung entwickelt. Es gab mir immer ein, zwei Solange Ausreißer. Solange es kein Astronaut wird, Alter, ist alles gut. Ach, und selbst das war doch okay. Safe nicht. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf. Wie fandest du den so? Auch Bilder im Kopf? Wack. Das goldene Album war Killer. Das war richtig Killer. Auf jeden. Also, Kolja Goldstein und Sido mit dem Track namens Schwarz. Directed by Alex Blitz. Wie Porno soll dein Name sein? So. Alex Blitz. Wenn die Stadt in Schwarz eintaucht, werd ich wach, das war kein Traum. What? Was ist das denn, Bruder? Dir ging es um den Sound, ja? Ja, auf jeden Fall. Gott sei Dank, alles klar. Ja, klar. Gut. Klar, der Sound. Wenn die Stadt in Schwarz eintaucht, werd ich wach, das war kein Traum. Was du machst, du kannst kein Traum. Höllenengel, oder? Ich denke, ne? Von dem, was du an den Umrissen erkennen kannst. Keine Ahnung von sowas. Morgen kommt die Wahrheit raus. Wenn die Stadt in Schwarz eintaucht, werd ich wach, das war kein Traum. Was du machst, du kannst kein Traum. Das war auch ziemlich neu, Alter. Und jetzt kriege ich aber auch Sido auf den Track. Ja, absolut. Dem Beat auf jeden Brauchen Fall. Brauchen wir nicht, ne, drüber reden. Also, für mich gerade eben völlig unerwartet, was hier passiert. Boah, immer diese, im Einstieg. Haben die 7-Eleven? Ich habe keine Ahnung. Shit, Big Boy dreht wieder durch. Sitz im Rory vom Cipriani bis abends um 10. Wenn ich arbeiten geht, musst du die Namen erwähnen. Jeder weiß, wer ich bin, muss denen gar nichts erzählen. Ich bin frei wie der Wind, wirst mich gar nicht mehr sehen. Aus der U-Bahn als Dealer zur Dubai Marina, hab's geschafft, weil's kein Zufallsprinzip war. Nächte im Blue, sie lächeln mir zu. Scheiß drauf, ist dope. Ich wollte gerade sagen, ist dope ist das Fuck, Alter. Kolja passt da auch. Killer drauf. Unwahrscheinlich. Also auch hier, Kolja, muss man mittlerweile sagen, super facettenreicher Künstler. Absolut. Krass. Mach Geschäfte und habe nur mit Verbrechern zu tun. Bin krasser am Ball als Rafa Nadal. Was für Waffengewalt, Bro, ich mache dich kalt. Nach dem Regen kommt die Sonne. Ja, jetzt erstmal Lust auf ein Perlenbacher Hell, Freunde. Dümarok. Ja? Ganz liebe Grüße. Dümarok. Killer Dude, Alter. Ich bleib gern im Schatten, denn der Schnee wiegt deine Tonne. Wenn die Stadt in Schwarz eintaucht, werd ich wach, das war kein Traum. Wer dieses Video zustande gebracht hat. Du hast mich auch gerade nicht verstanden, ne? Nee. Die zwei Dosen standen im Bild, ich drücke Stopp und sag, und jetzt erstmal ein Perlenbacher Hell. Nein. So ich habe von Effekt abgelenkt, deswegen ja, kam nein, das. Nein. Ah, okay. Was du machst, du kannst kein Traum. Morgen kommt die Wahrheit raus. Wenn die Stadt in Wie ich finde... Eine absolut unnötige Sequenz im Video. Aber so. Effekt macht es schon gut, Alter. Das, schau mal, so ist es ja okay. Product Placement auf diese Art und Weise ist ja schon easy, ne? Ist cool. Können wir genauso hinnehmen. Verstehe ich. So. Das hier. Du kannst keinen Traum. Gesundheit, Bruder. Lass es raus. Das hier ist mir ein bisschen zu aggressiv. Was sagst du dazu? Ich frage mich, was es mir sagen soll. Ja, aber du weißt, ne? Effekt halt, ne? Soweit ich weiß, machen die jetzt auch irgendeinen Mango-Cocktail-Scheiß, der gut sein soll. Ja, und auch die Black Edition hier anscheinend, ne? Egal, Mann. Hey, Gönnung. Ja, alles mit Wodka. Irgendwann, Freunde, irgendwann haben wir euch. Kommt die Wahrheit raus. Wenn die Stadt in Schwarz eintaucht, wenn ich wach, das war kein Traum. Was du machst, du kannst kein Traum. Ich sollte schlafen gehen, denn morgen kommt die Wahrheit raus. Wenn ich dem Kommissar in die Arme lauf, denn mir hängt dieser Gartenschlauch aus der Nase raus. Muss wie ein Jahr. Weißt du noch, ich habe hier mal Silvester verbracht. Ja. Wir haben dieses Spiel gespielt. Ja. So klingt Sido gerade. Also, ich weiß nicht, wo das aufgenommen wurde, in welchem Kleiderschrank.
stelle ich es mir vor, wenn der kleine Wassermann rappt. Also, schade, dass Sido schon mal nicht im Video zu sehen ist. Okay? Absolut. Und qualitativ, du merkst halt einfach, Kolias Track, Kolias Produktion kommt aus einem Haus gerade. Das ist super stimmig. Und das, was jetzt gerade von Sido mit reingepackt wurde, hört sich irgendwie so ein bisschen... Die Stimmfarbe, das matcht nicht so ganz, oder? Die Stimmfarbe klingt deutlich dunkler, als Sido die genau, sonst hat. Genau. Wenn ich dem Kommissar in die Arme lauf, denn mir hängt dieser Gartenschlauch aus der Nase raus. Muss wie ein Jahr in den kahlen Baum und da schlaf ich aus. Ich bade die Strafe aus, ohne Seife. Hier, wo alle auf Gnade hoffen, ohne Beicht. Ich bin diese vogelfreie, totgeweihte, quotenreiche, drogenleiche, ohne... Aber trotzdem tatsächlich, die Bars sind dope, Alter. Lass mal ehrlich sein, Sidos Bars sind immer dope. Sidos, ne? Killer. Also, Alter, als Rapper kann keiner Sido was. So ist es. Richtig alles nur noch um Kohle und Oberweite. Ich denke, es ist rot, wenn ich Idiot mir in die Pfoten beiße. Ist schon komisch, dass ich trotzdem noch am Boden bleibe. Ich hoffe, du weißt, dass ich mit komisch nicht ironisch meine. Wenn die Stadt in schwarz eintaucht, werde ich wach, das war kein Tipp. Das ist schon mal kein 7-Eleven, aber das ist das same colorway. Auch ein super kurzer Part, ne? Absolut. Was war das gerade? Das klingt irgendwie, als hätten die dem die Weisheitszähne gezogen. Was waren das denn gerade? 10, 12 Bars max? 12 max. Ich habe nicht gezählt, Alter. Ich würde fast behaupten, es waren auch eher 10 Gefühle, aber ist ja egal. Du weißt, dass ich mit komisch nicht ironisch meine. Wenn die Stadt in schwarz eintaucht, werde ich wach, das war kein Traum. Was du machst, du kannst kein Traum. Morgen kommt die Wahrheit raus. Wenn die Stadt in schwarz eintaucht, das war kein Traum. Was du machst, du kannst kein Traum. Morgen kommt die Wahrheit auf. Stimmlich auch sehr, sehr gut, ne? Also, da wird der Effekt wirklich schön eingesetzt und ich finde es schön, dass du die Stimme so gut kontrollieren kannst. Ja, Mann. Das ist echt nice. Also, ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Was ist denn, Alter? Wie krass. Weißt du mal, wo das gedreht wurde? Ich bin ungebildet. Ich würde jetzt generell gerade sagen, du bist Dubai, Abu Dhabi. Die Richtung. Ja, irgendwie sowas, ja. Safe. Dubai Marina und so. Safe. Weißt du? Aber wobei ich jetzt bei Abu Dhabi es vielleicht erkennen würde. So, Dubai. Was für eine krasse Szenerie halt auch, ja. Alles, alles. Krass. Ja, soll ich anfangen? Ey, Bruder, wenn du magst, klar. Ich sage jetzt was ich glaube ich nie gedacht hätte, dass ich sage. Ohne das Sido-Feature hätte ich dem hier auf jeden Fall ein Dope-Business gegeben. Mit dem Sido-Feature gebe ich dem Ganzen ein Dope. Denn, ich hätte ich hätte das Allergleiche gesagt. No lie. Kolja ist krass tatsächlich auf diesem Beat, auch mit der Hook. Krass. Ja. Keine Ahnung, was da mit Sidos Part war. Ja. So. Und genau deswegen, also wäre der ganze Track von Kolja gewesen, hätte ich dem wahrscheinlich einen Dopestens gegeben. So mit der Quali von Sidos Part. Ich weiß nicht auch nicht, was mich da stört, aber es klingt so, als irgendwas muss. Es klingt dumpf auf eine gewisse Art und Weise. Es ist nicht seine normale Tonlage. Es ist auch nicht seine Aussprache, ne? Normalen Endzeilen. Vielleicht eine KI-generierte Sache. Oh, krass. Ich habe keine Zeit, das zu machen. Von daher, wie gesagt, dope von mir. Ich habe das allergleiche Problem so. Ja, auch mit der Abstufung. Ich wäre es genauso angegangen, wie du es jetzt gemacht hast. Heißt, Kolja in Hook und in Part, absolut dopestens. Ja, hat abgeliefert. Bei Sido war ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Jetzt, aber qualitativ hat es mich halt einfach tatsächlich ein bisschen abgefuckt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt dem Ganzen jetzt letztendlich auch ein Dope. Und man hätte noch ein bisschen mehr rausholen können. Das heißt jetzt, klar, man muss nicht immer zusammen im Video sein, aber theoretisch hätte Sido auch ein eigenes Video drehen können, in dem Stil, dass man es irgendwie zusammenbringen kann. Es hätte ein bisschen besser abgemischt sein müssen, in diesem Fall. Ach, eigentlich ein bisschen schade für den Track, ne? Vor allem, weil Kolja echt überzeugt hat am Anfang, ne? Aber ein Dope ist immer noch gut, ne? Ihr wisst Bescheid. Zumindest befriedigend, ne? Danke, ciao.